Es ist Herbst. Die Tage werden kürzer und die Tage werden vor allem auch dunkler und man verbringt deutlich mehr Zeit in der Wohnung als draußen. Und so geht's auch mir. Ich hatte erst vor kurzem einen sehr, sehr guten Freund von mir bei mir zu Hause und wir hatten einen wunderbaren Abend zusammen und haben etwas gegessen. Wir haben uns dann so ein bisschen über meine Wohnung unterhalten und er hat erzählt, dass er sich sehr, sehr wohl hier fühlt, nur dass ihn eine Sache stört bzw. aufgefallen ist, dass gerade mein Wohnzimmer unpersönlich ist, dass ihm so die persönliche Note fehlt. Dies hat mir sehr, sehr dolle zu denken gegeben und ich war auch motiviert, bzw. es hat mich mit der Motivation gepackt, etwas zu ändern. Und heute ist der erste Tag, dass wir etwas daran ändern und ich weiß auch schon wie. Also ab in die Werkstatt. Ich will noch gar nicht so viel spoilern. Was wir aber im ersten Step jetzt erstmal machen werden, ist diese Leimholzbretter miteinander verbinden und dort einen kreisrunden Kreis ausschneiden. Einen runden, meine ich, Kreis. Um die Bretter miteinander zu verbinden, mache ich es mir ganz einfach. Ich zeichne mir zwei Überlappungen mit dem Bleistift an und werde sie dann ganz einfach mit Holzdübeln verbinden. Das passt erstaunlich gut. Wir sind bündig und Bretter wackeln nicht, heißt, wir können den Spaß jetzt zusammenleimen. Während der Leim jetzt abbindet, kümmern wir uns um den zweiten Part, um ein bisschen Persönlichkeit oder ein bisschen mehr Leben in mein Wohnzimmer zu bekommen. Und ich habe ihn ein bisschen verdeckt. Man sieht ihn auch gerade nur zur Hälfte. Ist es der Stuhl dort unten? Dieser Stuhl ist schon ein bisschen in die Jahre gekommen und ich will auch ganz ehrlich sein, ich mag mich gar nicht mehr draufsetzen, weil er ganz schön klapprig ist und auch die Lehne nicht mehr ganz hittig ist. Aber mir kam eine sehr, sehr gute Idee, wie wir ihn weiterverwenden können und was wir jetzt als erstes mal einmal machen werden, ihn einmal so ein bisschen entkernen und im nächsten Step dann auch wieder stabilisieren, heißt zum Beispiel dort oben diese Lehne wieder festmachen. Ich habe mich dazu entschieden, dieses Stück, was lose ist, wieder komplett fest ranzuleimen und habe jetzt die Stellen, welche ich zusammenleimen werde, einmal gereinigt. Bevor wir das Brett jetzt lackieren werden, werden wir es einmal auf maximalen Durchmesser einmal kreisrund ausschneiden. Dafür zeichnen wir uns erstmal hier die Mitte an. Ihr Lieben, eine kleine Bitte noch, bevor es jetzt mit dem Video weitergeht. Ich bitte, die unterschiedliche Soundqualität zu entschuldigen. Ich bin gerade etwas am Austesten und das liegt an dem kleinen Freund hier. Deswegen schreibt es mal lieber in die Kommentare,
da unten, wie euch der Sound gefällt. Und weiter mit dem Video. Der Stuhl ist soweit jetzt fertig abgeschliffen und geölt. Kümmern wir uns nun darum, dass wir hier eine Platte reinbekommen, wo dann später unser Topf drin steht. Wir machen uns das hier ganz einfach bei dem Stuhl und bei der Platte. Wir zeichnen uns einfach die Linien an, schneiden es dann mit einer Stichsäge aus und haben dann es passgenau und können es sauber einsetzen und haben es eigentlich wirklich richtig, richtig einfach. Also weiter. Ich klebe den ganzen Spaß jetzt noch mit Kreppband ab, dort wo ich später sägen werde, um den Ausriss auf dieser Platte so minimal wie möglich zu halten. Das passt schon sehr, sehr gut. Heißt, wir können jetzt in diese Platte den Topf einschneiden, der später quasi die Blume hält. Unser Topf sitzt sauber drinne und ist genauso, wie ich es mir vorgestellt habe. Also haben wir jetzt eigentlich alle Parts zusammen. So dass wir den Stuhl mit unserer runden Platte oben bei mir im Wohnzimmer anhängen können. Hey ihr Lieben, soll ich mal was zeigen? Das gute Stück hängt. Und ich weiß nicht, ob ihr es kennt, bei einem von diesen Projekten oder bei euren Projekten. Je weiter man kommt, desto unsicher wird man. Und so geht es mir mit dem Projekt. Ich muss tatsächlich das erstmal auch ein bisschen auf mich wirken lassen. Was wir aber unabhängig davon machen werden und uns eine wunderschöne Hängepflanze holen. Also bis gleich. So ihr Lieben, wir sind fertig mit unserem Projekt heute. Stuhl hängt an der Wand, haben auch eine schöne Pflanze da gefunden. Es ist noch keine Hängepflanze geworden, einfach weil ich im Moment die Monstera mehr fühle und ich sie in einem anderen Raum übrig hatte. Deswegen haben wir dieses gute Stück gewählt. Mich würde jetzt mal brennend interessieren, wie ihr dieses Projekt findet, beziehungsweise wie ihr diese Blumenhalterung findet. Natürlich ist es im ersten Moment erstmal ungewöhnlich und allem drum und dran und es lässt sich auch definitiv darüber streiten, ob man sowas machen sollte oder nicht oder ob sowas schön ist oder einfach nur Panne. Ich muss aber ehrlich gestehen, ich mag es mal so ein bisschen Sachen anders zu machen oder einfach mal ungewöhnliche Dinge zu gehen, unabhängig davon, ob man jetzt denkt, ach der Jan, der hat sowieso einen an der Waffel oder nicht, ist mir völlig egal. Ich mache das, was mir gefällt und was ich gerne tue und das ist Sachen basteln und mein Wohnzimmer immer wieder ein bisschen schicker machen und deswegen bin ich sehr, sehr stolz darauf. Ihr wisst ja, ich hatte ja so Mitte des Videos so ein paar Struggle, aber ich muss ehrlich gestehen, mittlerweile, der Stuhl hängt schon ein paar Tage, jetzt ist auch noch eine Pflanze drin und ich bin mit dem Ergebnis mehr als zufrieden. Und deswegen schreibt ihr jetzt verdammt nochmal in die Kommentare, wie ihr diese Halterung findet und ob sie euch gefällt. Dies bedeutet aber für das Video selber erstmal eine Sache, und zwar, dass wir am Ende angelangt sind. Ich darf Danke sagen, dass ihr eingeschaltet habt und ich freue mich, wenn ihr wieder einschaltet und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und ich habe euch lieb. Ciao. Das Ding ist so bescheuert, dass es ein Foto wert mit der Polaroid für unser Tagebuch.